Die Mittelfingerkerze. Kann man tatsächlich kaufen. Square Enix. Der Morgen danach. Ja, sieht alles schon ziemlich gedamaged aus da. Eine Zimmereinrichtung à la. Es ist mir scheißegal. Deck 9. Erstmal Frühstück. Ja, der Soundtrack von diesem Spiel, genau wie der Vorgänger, einfach nur erste Sahne. Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Ja, das kann man natürlich machen. Einfach allen sagen, sie sollen sich verpissen. Nur irgendwann steht man dann doch ganz alleine da. Hey Max. Hey Dad. Another day in paradise. Right? Ganz schön. Weil ich natürlich die Flecken hier so sehe, das ist alles irgendwie ganz schön verranzt. Anders kann man das nicht sagen. Daily rituals are important. Even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Da haben wir also auch das Tagebuch. Aus dem ersten Teil, die Max hat ja auch ein Tagebuch geschrieben. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich das jetzt nicht unbedingt alles vorlese. Weil im Endeffekt in den Tagebüchern ja das steht, was man ja schon erlebt hat. Also man müsste das dann zweimal dann durchmachen, was manchmal jetzt nicht so schön ist. Es ist halt sehr nachdenklich. Gerade dieser Teil. Mein Name ist Chloe Price, aber nenn mich Mittelfinger. Ja. Dieser Mittelfinger, der ist auch sehr präsent. Ja. Der Vater, der verstorben ist. Erst stirbt ihr Vater, dann haut Max ab. Dann lernt ihre Mutter diesen Sergeant Dickhead kennen. Ja, toll, das ist ein natürlich gerade in so einer rebellen, pubertierenden Phase jetzt natürlich nicht gerade
Positiv. Und dann lernt man natürlich sowas kennen. Frank Bowers. Ja. Kann man von halten, was man will. Haben wir denn auch was zu tun hier? Ja, und zwar Graffitis bauen. Ja, kriegen wir hin. Graffitis schaffen wir. Da haben wir das Foto gesehen. In der Kneipe haben wir das gesehen. Frühstück. Last night, seeing Firewalk live. The skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? You smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Ja, jetzt nicht unbedingt nur Klamotten. Ich meine, man kann ja auch duschen, sich eventuell das blaue Auge wegmachen. Man, I am killing it this year. Somehow I don't think mom's going to feel the same way. Naja, CD. Naja, so ein 3-3er-Schnitt noch, aber für so eine Elite-Akademie ist ein 3er-Schnitt eigentlich ein Witz. Ach, Chloe. Dann schmeiß halt deine Zukunft weg. Yeah, no one needs to see that. Thank you. Wake and bake is part of a Ja, healthy genau. breakfast. I'd like to think my humor has improved with age. Ja, man, ja, kann man machen. Better living through chemistry. Mary Jane, ja, 420, ja, ist okay. Bin ja echt eher so der Ansicht, dass. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Bin da ja eher echt der Meinung, man kann sich vielleicht mal einen Joint rauchen, ist okay, aber irgendwas übertreiben, generell, egal was übertreiben ist, nie gut. Egal was. One of these days, I'm actually going to use you to do my homework. Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. Wait, what? Who? What photo? I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Okay. Dad was so proud of me for winning that stupid science fair. Sie gewinnt dann den Wissenschaftspreis und steht mit einem Dreierschnitt da plötzlich. Und noch schlimmer. Und scheißt auf alles. Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. Die Musik ist echt, ich lasse sie gerne mal laufen. Auch wenn das dann alles. Fun fact. Shark babies eat their Auch siblings wenn in das the dann womb. alles ein bisschen länger Maybe dauert. that's Mein why I'm an Gott. only child. Das ist genau wie beim ersten Teil. Du klickst was an und dann kommt erstmal ein Monolog über alles Mögliche. Das ist manchmal. Ich sehe, dass das ein Haifisch ist. Und ja, hätte man in Biologie aufgepasst, dann wüsste man, dass die Haifischkinder, die ne, Jungen im Mutterleib, sich dann schon dem Naturkampf stellen. Ich meine, egal. I still smell like Ja. last night. I really Ja, need to machen wir ja change. gleich. Used to dream of riding a unicorn as a kid, but then all the unicorns died. I'm Stan Stanwyck and I'll take you to the top of the hour. Ja, sieht ja wie so ein Fantasy-Poster aus. Ich würde es mir jetzt nicht unbedingt aufhängen, aber naja, geht's schon.
Abreißen. Ja. No more unicorns, no more princesses, and no more fucking rainbows. Words of wisdom, don't fail me now. Just ask Steve Jobs. Ja, ja, doch, ja, doch, kann man so unterstreichen. Ja. Hey, das Lied kennen wir. Aber dann wollen wir mal gucken, ob wir Klamotten finden. Hier, finden wir hier was? Max made me this mix CD years ago. And because it was Max, not a single song was pirated. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk. Elliot! Ach ja, den haben wir ja auch schon kennengelernt. Oder? Nein. Das ist ja nicht der Typ aus dem. Das ist ja. Ach, das war ja Frank Bowers. Das ist ja ein ganz anderer. Elliot. Kennen wir den? Nö. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a finger to authority. Wie ich schon sagte, also Mittelfinger ist ihr Motto. Und Skateboarding ist halt Double Mittelfinger. Oh. Das hat man selten. Ein Spiegel, der tatsächlich mal richtig funktioniert in einem Spiel. Naja. Nice one, Chloe. Mom's gonna love the new look. Schönes Pfeilchen. I bet long Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. Anziehen, ja. Firewalk, Bonus, Rabe, Bonus, Schmetterling. Naja. Die Hose sieht schrecklich aus. Nee. Das Shirt ist okay und dann so komische Cowboy-Stiefel mit der Hose? Nee. Fangen wir da mal an. Blackwell Academy's latest theatrical offering, an adaptation of Shakespeare's The Tempest. Umbrella's optional, folks. And now, more music from your favorite music source, F7.9 FM, Sailor. Das ist schon eher. Mal gucken, was da sonst noch so ist. Firewalk. Mit dem geklauten Shirt durch die Gegend laufen. Ja, das ist so. Perfekt nichtssagende Kleidung. Ne, danke. Aber ist wahrscheinlich auch wieder sehr brav und ja, gleiche Hose, anderes Shirt. Nö. Dann wird das beim Schmetterling, glaube ich, genauso sein. Ja. Gleiche Hose, gleiche Schuhe, anderes Shirt. Das ist jetzt. Naja,
Ja, ich weiß, ich bin. Was haben wir denn da noch? Hotdog. Nö. Nö. Aber sowas von nicht. So, was haben wir noch? Punkto. Nee, also da bleibt jetzt eigentlich nur noch eins übrig. Das kann man lassen. Showing. Can't leave without my Ah, friends. das Wichtigste. I really should get going. Richtig, ich muss nach draußen. Halt, das Zweitwichtigste. Shit, where's my phone? It's not here. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone with mom's. Okay, mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Home, sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. Das ist praktisch die ganze, das ganze Stadt. Naja, Stadt, ich meine, das ist etwas mehr wie ein Dorf, also. Ja. Ich bin ganz ehrlich, wenn man das so sieht, das ist ja jetzt nicht gerade so, dass es irgendwie Detroit City oder so ist. Entscheidung vom ersten Teil ist hart, aber vertretbar. Wenn man denn sich entscheidet, mit Chloe in den Sonnenuntergang zu fahren oder Sonnenaufgang oder was auch immer das dann da war und der ganzen Stadt. I think mom's Ja, phone is ich in her bin in dem bedroom. Bedroom. Ne? Wenn man daran bedenkt, dass der erste Teil denn auch darauf hinaus lief, dass das dann alles irgendwie weg ist oder dass Chloe weg ist. Entscheidung über Entscheidung. Mom's old engagement ring. It's grade B. Fuck you, Arcadia Pawn. Wait. Mom's selling her engagement ring? Versicherung 1200, Bar 300, Kredit im Laden 500. Ja. Handtasche. Can't believe I used to sneak in there for her makeup. I hate that she hides all her old pictures of Dad. Also Bilder vom toten Vater in der Schublade verstecken. Nee. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Wenn man jetzt mal überlegt, die ganzen Menschen, die der Chloe was bedeutet haben, sind tot. Rachel, ihr Vater. Man könnte sich jetzt auch guten Gewissens im ersten Teil dazu entscheiden, sie zu opfern.
Dann sind die wenigstens wieder alle zusammen. I made this for Mom when I was like 10 years old. If she wore it now, I'm not sure which of us would be more embarrassed. Ein bisschen umschauen. Wir sind ja nicht neugierig. Nein, wir schauen uns einfach nur mal um. I want Mom to be happy, but not like this. Not like this. Ach Gott. It's weird that Mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Mom's finally making her bed again. I guess that's a good sign. Ich bräuchte das gar nicht. Was gibt das einem Menschen? Sein Bett zu machen. A, es ist im Schlafzimmer, wo eh keiner was verloren hat. Und B, ja, es gibt sogar tatsächlich wissenschaftliche Studien, die sagen, wenn das Bett so verlässt und dann so lässt, ist es sogar schon fast gesünder. I think Mom's phone is in her bedroom. Bad enough that David comes here for dinner. Unangenehm. Geh weg. I should call my phone. So denn. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Also auf dem Bild sieht er schon echt ganz schön bräsig aus, muss man ja schon mal, also... Herrgott. Sounds like my phone is definitely nearby. Im Locus? Tatsache. There we go. Wonder how many calls I've missed. Heute Abend. Nein, danke. Kommst du irgendwann nach Hause? Bist du bis zur Sperrstunde zu Hause? Das wird Konsequenzen haben. Sperrstunde? Ah ja, das ist ja, ja, die Amis haben ja sowas wie eine Sperrstunde. Ja, toll. Elliot. Ah, das ist der Elliot. Spanisch, das war scheiße. Asiento. Okay. Ich weiß eh schon alles. Und der Witz ist, sie weiß es wahrscheinlich, hat nur keinen Bock drauf. Sagen wir noch Frank und Max. Frank. Ah, Frank Bowers. Da ist es hier.
Boah. Naja. Chloe, breakfast. Bring my purse down with you, please. Yeah. Okay. I think I saw Mom's purse in her room. Ah, Handtasche. Nee, da. Ah, da es ist. Ja, auch das noch. No more dawdling. I need to talk to you. Yeah, that really makes me want to hurry. So, das blaue Auge. Ja, egal, müssen wir irgendwie uns.